Ja, wir sind wieder zurück zum Let's Play Mass Effect 3. Es geht jetzt weiter. Wir haben jetzt einiges zu tun, müssen den anderen Rassen auch mal helfen. Haben jetzt Earth und Reef und Co. noch an Bord. Aber Cerberus hat Reaper getroffen. Ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurze Zeit? Commander, ich habe beim Scan der Allianzkanäle was gefunden. Könnte wichtig sein. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. Tja, mal gucken, ob wir jetzt helfen können. Und ob sich diese Vermutung bestätigt. Wo befindet sich das Massenportal? Hier, okay. Dann gucken wir uns da mal um. Was ist hier? Die Studenten retten. Studenten sind wichtig, ja. Ab durchs Massenportal. Zur Akademie. Gleich mal landen. Was wartet da auf uns? Und wen nehmen wir jetzt vor allem mit? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mal sagen, den guten Garrus und James. Ach, ich warte immer noch auf Ashley, aber das muss uns jetzt nicht stören. Wir können wieder ein bisschen skillen. Biotikmeisterschaft können wir mal wieder ein bisschen hoch machen. Ja, da können wir noch nichts groß auswählen. Schadensbonus um 15% und hier Kraftdauer. Ach, nehmen wir mal das hier. Und Garrus können wir es hoch machen ganz. Wenigstens 100% mehr Kraft gegen eingefrorene Ziele. Ich wüsste nicht, womit wir die Ziele einfrieren sollten. Zumindest noch nicht. Blutbad. Erhöht Schaden. Ach, gehen wir mal auf Wirkungsradius. Schaden kennen wir eigentlich immer. Das sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Die wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß. Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Zusammenarbeit mit einem guten Joker ist einfach die beste.
schon haben wir freie Bahn. Shuttle in Position halten, wir kommen zurück. Los geht's hier. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Merken wir. Ach verdammt, wieso geht er aus der Ecke wieder raus? Oh verdammt. Los auf sie. Was Cerberus immer hier macht. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Ich wünschte nur von jemand anderem. Aber es stimmt. Die Allianz braucht Hilfe. Einige ältere Studenten haben sich freiwillig gemeldet. Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Kein Problem. Cerberus ist nicht das große Problem, nicht das große Hindernis. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Ja, schleppen Sie schon die Leute raus. Cerberus. Immer wieder Cerberus. Wir tun ihnen was. Perfekt. Los, du musst den Schutzschild nicht mehr aufrechterhalten. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Katie Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Wir kümmern uns schon um sie. Ja, okay, hier geht's nicht mal weiter. Sondern ja, vielleicht hier rüber. Keine Tuss schauen heißt. Naja, wurscht. Oh, verdammt. Ja, das sind natürlich auch für die Cerberus-Agenten sehr wichtig. Verdammt. Was uns was nützt, nützt Cerberus natürlich auch. Und ja. Jetzt wieder diese nervige Rauchbombe. Explodiert die Granate hier, das sind wir schon wieder über alle Berge. Verdammt, wo sind die hier? Sieht man wieder was? Was habe ich denn gerade kein Damage gemacht? Einfach mal mit dieser neuen Waffe. Sieht auch richtig nice aus. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Sie sind erschöpft. Sie halten nicht mehr lange durch. Ist die Orionhalle verdammt? Wir haben ihre Eltern gefunden. Die sind
Ah, doch, in der Richtung. Gehen wir einfach mal. Perfekt. Zurück! Alles okay. Wir sind Allianz. Allianz? Oh, schwere Mac. Los, geht alle nicht zurück! Deckung, die Allianz erledigt das! Ja, wir machen das mal. Die Studenten sind immer noch Zivilisten. Wir müssen sie aus der Schusslinie bringen. Es kommt schon, geh doch aus der Deckung. Hallo. Irgendwo besser in Deckung. Ein Atlas natürlich, aber es ist ein Abklatsch von einem schweren Mac. Ja. Natürlich ein bisschen schwer hier. Perfekt, jetzt geht es hier in die Luft. Der Atlas gut. Haben wir zwar unsere Granaten verschwendet eigentlich fast schon, aber ja. Was gibt's da hinten jetzt noch? Da sind noch mehr Cerberus-Truppen im Anmarsch! Die kriegen wir alle. Ganz sicher. Commander, wir brauchen Hilfe! Keine Chance. Zeit zum Luftholen gelassen. Ich wollte einen Sicherheitsbereich errichten, aber lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Nicht so bescheiden. Sie haben das echt gut gemacht. Wir wollen Sie von hier wegbringen. Ich bin Commander Shepard. Das ist Ensign Rodriguez. Ich bin Ensign Prangley. Wer hat hier das Kommando? Unser Commander wurde... ich glaube, ich habe das Kommando, Sir. Ensign, Sie haben verdammt gute Arbeit geleistet. Und jetzt bringen wir Sie hier raus. Okay, aber wir müssen uns erst aufladen. Sie haben uns stundenlang verfolgt. Wir haben fast 1000 Kalorien verbrannt und... Schon okay. Wie lange brauchen Sie? Okay, esst was und überprüft eure Verstärker auf Schäden. Abrücken in 5. Commander, ich habe mich gefragt, vergisst man je den ersten selbstgetöteten Feind? Meiner war nämlich heute, und ich... Es wäre schlimmer, wenn es Ihnen egal wäre, aber Sie tun genau das Richtige. Wird es irgendwann leichter? Nein. Scheißkrieg. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Okay, und das sehen wir im nächsten Part. Wie wir hoffentlich den Krieg wenigstens mal abschließen können, den wir gegen Cerberus, also gegen die eigene Rasse eigentlich führen. Aus dieser Station rausbringen. Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Okay, der Plan steht. Wie wir ihn erledigen, ausführen, sehen wir im nächsten Part. Bis dann.